Hallo YouTube, wir machen hier weiter. Wir müssen 3 Fische fangen auf Rang Silber. In der letzten Folge habt ihr gesehen, wie uns das mehr oder weniger... Es lief scheiße. Somit rein in den Aal. Ja, läuft das. Ja, also. Ja, schon gut. 3. Ich habe ewig gebraucht, um den einen Fisch zu fangen. Danach brauchte ich noch einen. Das ging aber relativ schnell. Den kriege ich jetzt auch hier. Komm, beiß an. Sag ich doch, du bist ja quasi schon meine. Was? Ey, werde ich nicht. Nicht abhauen, nicht abhauen. Komm her. Komm mal. Kannst du ziehen, wie du willst. Oh, der macht Meter. Ja, genau. Der ist... Okay, der... Ah, ist wieder so ein Hai. Es ist mit ihm nicht in Ordnung hier. Sieh, Junge! Oder ich kurbel und der macht Meter. Wie geht das? Ja, genau. Komm, komm, nee, schwimm weg. Wirst du auch irgendwann müde? Das ist mindestens Platinfisch. Das ist mindestens 1 Meter. Und die andere Flosse auch. Rot habe ich mir gemerkt, ist nicht so gut. Junge. Oder was? Da ma. Ich weiß es nicht. Wenn es so knackt, ist glaube ich nicht so gut. Oh. Komm jetzt ran. Er ist schon wieder ziemlich weit runtergegangen. Meter, Meter. Oh. Alter, was? Ich kann nichts. Oh, falsche Richtung. Okay. Ich wundere mich, warum es immer schlimmer wird. Ein Fehler. Er wird aber auch nicht müde, ne? So. Ich finde auch, dass das Overlay blöd angeordnet. Du musst relativ weit den Fisch immer aus dem Auge lassen, um unten die Spannung zu betrachten. Das ist irgendwie blöd. Nicht, dass man den Fisch gerade sehen würde, aber... Das ist... epic. Toxic Freak. Das war
Ja, doch, Epic, ja, freilich. Das war irgendwann mal zum Abholen drin. Erwarte aber hier keinen Content. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Für mich besteht Angeln aus Liegestuhl und Bier trinken. Und Angel einwerfen und hoffen, dass nichts anbeißt. Kostenloses Routen-DLC. Ich würde sagen, nein. Keine Ahnung, ob es das aktuell noch gibt. Das müsste ich tatsächlich gucken. Oh, jetzt... Hey! Alter! Vielen Dank, Toxic Freak! Boom, hat's gemacht. Ah, jetzt kommt er doch näher, ja. Noch ein paar Meter, noch ein paar Meter. Ja, ey, ich verliere den Fisch noch, ich ahne das. Ich flipp ja aus. Angeln ist so entspannend. Das ist tatsächlich groß. Was? Gold! Es kann. Profi. Profi-Noob. Wo ist? Gut, dann. Muss ich aber tatsächlich mal nach einem guten DLC gucken, ob das noch frei verfügbar ist. Die Töne, die machen mich ja wahnsinnig. Theoretisch springen die Fische gerade hier. Hello, Buck, it's Clay. Just getting in at Ruby River Range if you need me. Got you down here. Ja. Sehr aus, sehr. Will der Stress oder was? Da bringt er mehr Fische mit. Es wird gefühlt dunkler. Mir wohl doch noch ein Zelt mitnehmen sollen. Aber schon gut. Eins kann ich dir gleich zeigen. Ich habe da was entdeckt. Das Spiel hundertprozentig stammt das von Call of Duty ab. Zeige ich dir.
You know what I mean? Ja, genau, wo Kiste? Mein Angel ist weg. Ich brauch danach nicht suchen, weil da warst du wahrscheinlich eh schon dran. Oh, oh, jetzt, pass auf, jetzt. Oh. Der hat mich verarscht. Aber so stelle ich mir Angeln schon eher vor. Stelle ich nicht. Hab mich nochmal. Jetzt habe ich wieder große Frisse gehabt. Kein Wort. Aber mindestens Silber. Ach, dann war dein Kommentar mit, dass es ein Bronzefisch war, eher so als Treue in gemeint oder was? Oh, jetzt, pass auf! Ja, ich. Silber? Reicht's für's? Ja, komm. Minimum. Na, freilich. Easy. Als hätte ich Angeln erfunden. Ernsthaft? Toxic Freak. Da ist echt was zu... Also, wow. Okay, Moment. War ja meine erste Intention gar nicht so verkehrt mit Blutkiste. Okay. Jetzt check das. Hier rein. Wo ist denn hier Tür aufbrechen? Gibt's nicht, okay. Das Ohr, linkes Ohr. Ist doch. Vielen Dank, Toxic Freak. Ich höre mich schon wieder an wie ein Gaul. Ist nicht?
Zwischendrin macht er immer diesen Galopp. Ja, schon gut, das habe ich mich vorhin schon gefragt. Oh, jetzt, pass auf, jetzt hier. Ich sehe ihn doch. Komm. Zieh, Junge. Hier geblieben. Zieht aber kräftig. Das könnte durchaus Silber sein. Ah, dich kriege ich. Das scheint was Kleineres zu sein, oder? Nee, da macht Meter. Ja, der will noch mal auf die freie Bahn hier. Mach's gut. Ja. Sie hält nicht. Uiuiui. Oh, das könnte wieder länger dauern. Hat Bock hier. Stramm an der Schnur. Jetzt ja, ist aber gut jetzt. Das muss mindestens Silber sein.
Das Korbel und... Der macht Meter. Was machst du jetzt? Was machst du jetzt, hä? Gibst du auf? Alter. Da. Danke. Aber ich habe irgendwie rausgefunden vor uns, ich habe irgendwie ein Auto mir berufen. Ich muss selber fahren. Aber ich habe ja theoretisch auch die... Schnellreise freigeschaltet. Ja. Hier war ja irgendwo auch, ja, hier ist das Aufgabenbrett. Ich habe 20 Egel gewonnen und 20 Leber. Ich mach schnell los. Quettet's noch ein bisschen mager hier, muss man ja so sagen. Kartenherausforderung. Klingt nicht so gut. Kann ich, wie war denn das jetzt? Kann ich jetzt eigentlich diese... Theoretisch müsste ich doch jetzt diese Grunddingsbumsroute da hier... Brauche ich nur noch eine Angel dafür. Irgendwie war es doch. Hör das mal aus. Why make a deal with the devil when there's a hell of a deal right here? Ja. What'll it be? Mir fehlt quasi noch. Ah, wie war denn das jetzt so? Ich glaube, ich brauche so eine Feder. Ja? Das müsste ich doch vor uns schon gekauft haben. Gucken wir mal. Probieren wir mal noch diese Grundfischroute hier reinzuballern. Grundfischmontage. Geht wieder nicht. Das war nicht die richtige Route. One rod on the rocks. Spinnrute. Baitcast. Feder. Schrute. Mit was kann ich auf? Auf Grund gehen. Wenn überhaupt keine Ahnung hat.
So. Guten müsste ich ja jetzt genug gekauft haben, ja. Steht das nicht. Keine Ahnung. Ich verstehe das nicht. Laders! Ja, Laders dich selber. Kann ich hier irgendwo schlafen? Ja, wahrscheinlich nicht, ne? We really gotta stop meeting like this, Buckaroo. Oh. Yep. First up, Buckaroo, here's your bread. Oxeye daisies are the thorn in the side of sweet mother nature. Pale, mangy weeds. Can't miss them if you wanted to. Now for the butter. Engelmann's spruce beetle infestations. Horrible little creepy crawlies that'll rip a forest apart in a flash. And finally, bread and butter ain't squat to a big sizzling hunk of meat. Personally, I reckon bones are useless without tasty flesh attached. But them tourists love a crusty stegosaurus. So keep a lookout. Don't go out of your way, but if you're fishing and you spot one, let me know. Alrighty. Experte, freilich bin ich Experte. Willkommen beim letzten Kurs der Taylor's Tackle Academy. Dieser Kurs behandelt das Spinnfischen genauer, erklärt den Unterschied zwischen Tag- und Nachtfischen und zeigt, wie du das Handbuch benutzt, um Fische zu finden und zu fangen. Außerdem sprechen wir in diesem Kurs über Trophäenmarken, Ansehen und den Souvenirladen. Bei dieser Mission werden wir einen kanadischen Zander fangen. Einen nachtaktiven Fisch. Das bedeutet, dass der kanadische Zander vor allem nachts unterwegs ist und tagsüber praktisch unmöglich zu fangen ist. Mhm. Im Golden Ridge gibt es 5 nachtaktive Arten. Quappe, Wels, kanadischer Zander, Stör und Zander. Gib dich zum markierten Ort, um den Schnellreisepunkt freizuschalten und kehre bei Einbruch der Nacht zurück. Oh. Aber das machen wir im nächsten Video. So, YouTube, Hallöchen. Wir machen hier weiter. Wir müssen zum Wegpunkt. Und der ist wieder mal 4 Kilometer entfernt. Ich hoffe, hier ist irgendwo so ein Telefon-Dings oder wo ich hier, warte mal, irgendwo ging. Irgendwo. You've heard of the cat. Ja. What about? Catch you later then. Yep. Das ist nicht die richtige Tafel. Irgendwo konnte ich doch hier Autos mieten. Today's special ja, is Ruhe everything. Jetzt mit dir. Everything here is so, so special, and you should buy it all. Yes. You know where I am. Danke, mach's gut. Den Schnellreisepunkt habe ich schon. Kann ich hier eigentlich nur Boote mieten? Rufen, aber ist nicht die richtige Richtung. Nee, das ist ein geschlossener See. Wo muss ich eigentlich hin? Ich könnte. Es gibt keine direkte Verbindung. Die können mich doch nicht darüber laufen lassen. Hier gibt's.
Hier gibt's irgendwo Autos. Okay, ich stand schon mal quasi daneben, halt nur aus dem Winkel. Er scheint ja nichts zu kosten hier. Ich sag mal so, ich weiß, dass das jetzt schon schief geht. Kann ich hier eigentlich... Jetzt haben wir einen Jeep, oder? Sag mal so, der ist jetzt nicht direkt geländegängig. Wo ist denn die Untersetzung? In SnowRunner wird es eine Untersetzung geben. Warum möchte das Spiel, dass ich aus dem Auto aussteige? Nicht das Spiel ein Stück weit stehen. Wo zur Hölle schickt er mich hin? Also, muss um den Berg wahrscheinlich. Sicherlich wird es hier bestimmt irgendwo eine Straße geben. Habe ich hier eine Seilwinde? Oder ich gebe kein Gas? Oh, nee, nee, ist. Darf ich lenken? Danke. Oh, hier, hier ist Straße, oder? Das ist gut wie. Also, ja, vielleicht nicht direkt Straße. Gerade ob das tatsächlich schneller geht als laufen. Hier eine Straße um diesen scheiß schönen Berg geben.
Ich hab nicht gelenkt, ihr habt gelenkt. Ach, schon gut. Das ist doch eine Straße, ich bin doch da. War ich hier nicht schon, war ich hier schon mal? Kommt mir nicht bekannt vor, das ist aber kein Lagerfeuer. Die Straße fährt nicht da lang, wo ich lang fahren will. Scheiße. Schafft das? Voyage, voyage. Ist wie auf dem Brocken hier. Alles so kahl. Jetzt Nebel, Regen, Dampfbad. Bestimmt so gedacht, dass man hier durchfährt. Ich glaube nicht. Naja, ich sag mal so, das reicht. Also, bin mir nicht mehr sicher. Was entdeckt. Schnellreisepunkt weg. Muss doch nicht. Wenn hier nicht ein Schnellreisepunkt ist, gibt es hier Straßen. Ecke. Dafür entdecke ich hier immer wieder neue Dinge. Easy. Das mit dem Drive hat sich auch gerade erledigt, schon gut. Ja, wohl hier links, rechts, rüber, rüber. Ah. Ist bei links geblieben. Ah, easy. Und der Tor. Kamera macht mich auch wahnsinnig. Ach Mann, ein Stein hier. Wie ist das hier? Leertaste ist Fallschirm ziehen oder?
Das hat nicht funktioniert. Ihr Angeln ist echt chillig. Ach, fahr da nicht. Mensch. Halt, stopp. Jetzt fahre ich. Ah, das ist bestimmt so gewollt hier. Also das ist der offizielle Weg. Komme ich halt doch noch zu SnowRunner. Naja. Wer hätte es gedacht? Wasser gibt's auch. Ach. Ich gebe kein Gas. Alter. Kannst du lenken oder? Wo zur Hölle bin ich? Was mache ich? Ah. Wie wassertauglich ist so ein Fahrzeug? Hier ist eine Straße. Das war der offizielle Weg. Safe. Warum bauen die hier Treppen für ein Auto? Alter, ich kann da nicht. Was? Ey, ernsthaft? Easy.